Guten Morgen, Damen und Herren. Ich würde noch gerne 2 Minuten warten, bis noch andere Kunden sich anmelden, wenn das okay ist. Und dann würden wir losgehen. Ja. So in 2 Minuten nochmal bitte warten und dann fangen wir mit die Webcast an. Vielen Dank. Guten Morgen, Damen und Herren. Ja. Herzlich willkommen heute zu unserem sehr spannendes, aber auch aktuelles Thema, um dabei zu sein. Wir werden Ihnen erstmal eine kleine Einladung besorgen zum Unternehmen Axians und DaVinci und unsere Kompetenzen im Bereich Cyber Security. Danach würden wir Ihnen ausführliche Informationen besorgen über die SOC-Leistungen und das machen wir zusammen mit unserem Partner IBM hier und Volker Scholz, die unsere SOC-Manager ist bei die Axians. Sie können jederzeit im Chat Fragen stellen. Das können Sie machen über die Webcast hin und am Ende unserer Präsentation würden wir auch nochmal ein Q&A machen, wobei Sie auch noch mal über Audio Fragen stellen können. Die Präsentation würde jedem von Ihnen noch nachher bekommen. In den folgenden Tagen würden wir das zuschicken an die E-Mails, wobei Sie sich angemeldet haben. Sollten Sie noch Fragen haben, Alain, man hört dich nicht mehr. Du hast Ich weiß nicht, wo ich rausgefallen bin, tut mir leid, jetzt, jetzt bist du aber wieder da. danke. So, ich würde sagen, wir wollten nachher nochmal, wenn Sie Fragen haben, können Sie sich bitte nochmal zu Ihren Aktionsvertriebsbetreuer wenden oder an die Kontaktinformationen, die Sie in der PowerPoint zugeschickt bekommen, nachher diese Webcast. Erstmal zu Mein Name, wie gesagt, ist Alain de Paul. Wenn Sie die Frage stellen, wo ich ursprünglich herkomme, dann ist es Belgien. Von daher auch mein kleines Akzent, die ich mitbekommen habe von aus Belgien aus. Ich bin mehr als 20 Jahre tätig in die ICT-Branche für größere Concerns wie Alcatel-Lucent erstmal oder Nokia, um die letzten Jahre in Belgien mein eigenes Systemhaus zu gründen und auch auszubauen. Und bin seit April 2017 tätig als Geschäftsführer von der Axians IT Security und daneben auch Divisionsleiter bei der Axians in Deutschland im Bereich Cyber Security. Die Divisionsrolle ist neben die normalen Cyber Security Lösungen, die wir in unserem Portfolio haben, auch noch andere Business Units zu unterstützen in Software Security, wie zum Beispiel der SAP Security, wo heute diese Woche auch nochmal Webcast geplant steht oder Microsoft Security Themen oder Citrix Themen zum Beispiel. Etwas über DaVinci. DaVinci ist ein riesen französischer Konzern, die neben einem Bauunternehmen oder einem Betreiber oder Betreiber von Gebäuden und Infrastruktur auch nochmal als Investor spielt und eine riesen Rolle heute spielt in den Transformationsprozessen von unseren Städten und Kommunen oder Regionen. Wir sind präsent in mehr wie 100 Ländern weltweit und haben 220.000 Mitarbeiter weltweit. Vinci, wenn Sie den Namen noch nicht gehört haben, aber Sie fahren in Urlaub zum Beispiel in Frankreich auf die Autobahn, dann haben Sie 100% auch nochmal Peage bezahlt oder Zoll. Und ja, das sind am Ende die Betreiber von dieser Autobahn, dann haben sie auch die Vinci etwas bezahlt. Vinci Airports, wir betreiben zum Beispiel, oder wir sind die zweite größte Betreiber von Flughafens und da Portugal zum Beispiel, aber auch noch Chile oder UK sind gute Beispiele, wo wir die Airports oder die Flughafen betrieben. Und die letzte Beispiel, die nicht ganz unwichtig ist und die ich jedes Mal mitnehme in meiner Präsentation, ist zum Beispiel, wenn Sie einmal über YouTube anschauen, die Sarkophage von Tschernobyl ist eine von den Konstruktionen, die wir, oder die zweite Sarkophage ist eine von den Konstruktionen, die wir geleistet haben. Die Vinci Energies ist heute unterwegs in zwei fundamentale Trends. Das ist eine Tochter von Vinci. Das ist die digitale Transformation. Da würde ich jedem von Ihnen gerne empfehlen, nochmal die Smart X White Paper zu downloaden, die verfügbar ist über unsere Website, aber auch nochmal die Energiewende, die wir angehen.
Axians ist eine von den Tochters wieder von Da Vinci Energies, neben ein Actemium, die unterwegs ist in alles, was Automatisierung ist, oder ein Omexom, die unterwegs ist in alles, was Energie in Städten und Kommunen ist, ist die Axians, die 360 ICT-Partner. Und da versuchen wir, ja, unsere Kunden erfolgreich zu begleiten in die Transformation oder in die Digitalisierung. Das machen wir in Cybersecurity-Umfeld, das ist heute das wichtige Thema, aber das machen wir auch daneben nochmal mit Digital Workspace, mit Business Application und Data Analytics zum Beispiel, vom Cloud bis Data Center-Lösungen zum Beispiel, die wir anbinden können. Und auch die 5G-Ausroll oder die 5G-Begleitung von die großen Telekom-Operatoren weltweit ist eine von den Leistungen, die wir erbringen. So, nochmal über die Axians etwas zu erzählen. Ja, wir sind etwas von 11.000 Mitarbeitern weltweit, auch da wieder 23 Ländern beschäftigt und sind neben Deutschland im Cybersecurity-Umfeld auch tätig in verschiedene andere Regionen und haben da auch in Cybersecurity, da das ein ganz wichtiges Thema ist für die Vinci-Gruppe, ein gutes Zusammenarbeit mit der verschiedenen Regionen oder verschiedenen Ländern. Was sind unsere Kompetenzen heute im Bereich Cyber Security? Und wo ich glaube, wo wir richtig das Unterschied machen, ist alles, was OT Security ist, ja. Das Begleiten von Kunden in der Security von all den Industrieanlagen. Das machen wir mit Security Know-how von die Axians, klar. Aber das machen wir auch nochmal daneben mit die Actemium, die Automatisierungsanlagen installieren, produzieren und ausrollen beim Kunden. Aber daneben haben wir auch nochmal IT-Security-Know-how, ja, das machen wir, da können wir Kunden begleiten in Informations-Security, Datensicherheit, Network-Security zum Beispiel, bis zu Designs von neuer Architekture, wie, würde ich sagen, Zero-Trust-Architecture oder Begleitung von Kunden bei einer ISO-Zertifizierung oder einer Datenschutz-Grundverordnung-Support. Ein von den Riesenthemen, wo wir die letzten Jahre richtig in gearbeitet haben oder wo wir uns spezialisiert haben, ist alles, was Managed Services ist, Support Services und Unterstützung von Kunden in ein OPEX-Modell mit As-a-Service-Portfolio. Das machen wir, wie heute besprochen, in SOC-as-a-Service, aber das können wir auch noch anbieten in SIEM-as-a-Service, Scan-as-a-Service, Incident-Response-as-a-Service in Themen heute, die wir gerne zur Verfügung stellen am Kunden, betreut aus einem deutschen Rechenzentrum aufgebaut mit den Kompetenzen von die Axians und das zusammen mit den Partners, die wir in unserem Portfolio haben. Um noch schnell etwas zu erzählen, ein auch wichtiges Thema, das ich heute noch mal gerne nach vorne bringe, ist alles, was Cyberkriminalität angeht in Zeiten von Covid-19. Wir sind alle zu Hause, wir arbeiten in anderer Art und Weise wie früher. Und ich glaube, ein von den Themen, die wir gerne heute nach vorne bringen, ist E-Mail Security. Da sind riesen Phishing-Campaigns heute unterwegs. Ja, und Sie haben vielleicht auch noch mitbekommen, dass die Apple Mail-Applikation heute ein riesen Lock bekommen hat, ja, die auch nochmal zur Verfügung stehen bei der BSI. Und da würden wir empfehlen, nochmal ganz wichtig, an zwei Themen zu arbeiten oder an zwei Themen richtig mitzunehmen heute von dieser Präsentation, ist ein, wie kann ich meine Leute sensibilisieren mit diesen Phishing-Angriffen? Das ist, glaube wir mit zwei Sachen. Ein ist, unsere Leute müssen mich sensibilisieren mit Trainings, mit Phishing-Campaigns, die wir angehen und dann diese zu analysieren und auch zu besprechen mit dem, was da passiert. So, ich glaube, Awareness ist ein von den Themen, die wir dieses Jahr gerne pushen und da gibt es richtige coole Lösungen in verschiedenen Sprachen, wo wir Leute nochmal trainieren können, aber wo wir auch Phishing-Campaigns simulieren können. Ja. Und was zeigt das? Wir können zum Beispiel nach so einem Phishing-Campaign-Test oder nach Awareness-Training, nach Sensibilisierung vom Kunden sehen, dass die Average von Mitarbeitern, die auf einem Phishing-Campaign schlecht agieren, nach 3 Monaten sich ziemlich verbessert hat, von 37% bis 40%. Ja. Daneben glaube ich auch nochmal unsere OPEX-Lösung vom Secure Email as a Service mit Antivirus, Anti-Spam und auch nochmal dazu Encryption und Digital Signatur. Ein von den Themen ist, die in Office 365 zum Beispiel ergänzen können in Security-Umfeld. Und last but not least, vorher, dass wir übergehen zu die nächste Präsentation oder die nächste Präsentatoren,
würde ich etwas erzählen über die SOC-Dienstleistungen, die wir anbieten. Und da nachher, dass wir uns die Gedanken gemacht haben, was wir diese Woche erzählen, haben wir auch eine Promotion, die wir gerne anbieten wollen. Das ist 60 Tage für Free Testing, wobei wir die PowerPoint, die nachher kommt, am Kunden zur Verfügung stellen, um 60 Tage einmal unsere SOC-Dienstleistungen zu testen mit einem kleines Basic-Package mit 300 EPS und wochentliche Reportings, wobei CISOs oder CIOs ein Dashboard bekommen, von was wir aufgemerkt haben die letzten Wochen. Und das machen wir dann mit 5 Standard-Use-Cases, die wir noch mal gerne besprechen, einmal, dass wir damit anfangen. Diese Aktion ist bis Ende Juni. So, ich hoffe, dass wir nachher vielen von euch begeistert haben mit unserer Lösung und dass ihr dann auch die Kontakt aufnehmen mit unseren Aktionsvertriebskollegen. Ich danke Ihnen nochmals für diese Webcast dabei zu sein und würde sagen, Volker, das ist up to you. Ja, vielen Dank, Anna. Ich erzähle etwas über das Cyber Defense Center bei der Axions. Zu meiner Person. Mein Name ist Volker Scholz. Ich bin der Leiter des Cyber Defense Center. Ich bin seit etwa 3,5 Jahren jetzt bei der Axions. Und dort eben als Security-Architekt und als Leiter des SOC-Teams eingesetzt. Ich habe in meinem Vortrag jetzt vor, einmal etwas über meinen Werdegang zum Thema SOC zu erzählen und damit eben auch so ein bisschen in das Thema einzuführen, was ist ein SOC und welche Themen werden dort eigentlich behandelt und adressiert. Dann würde ich kurz darauf eingehen, wie wir bei Axions unseren SOC-Service gestalten. Das ist ja von Dienstleister zu Dienstleister sehr unterschiedlich, was dort angeboten wird. Hier bekommen Sie dann unsere Sicht auf unseren SOC-Service. Und zum Schluss erzähle ich nochmal kurz etwas zum den Use Cases, die wir uns für diesen Testzeitraum überlegt haben, an dem Sie gegebenenfalls teilnehmen. Vor 12 Jahren habe ich in einem Industrieunternehmen gearbeitet, 12.000 Mitarbeiter, 50 Länder, 200 Standorte. Und das Besondere an dem Unternehmen war, dass sie damals schon ein Full Outsourcing hatten, also die komplette IT ausgelagert. Und mein Verantwortungsbereich war dort, die Dienstleister zu steuern, die im Bereich IT Infrastructure Security unterwegs waren. Es waren mehrere Dienstleister. Der größte war derjenige, der das komplette WAN gemanagt hat und eben auch unsere Internet-Outbreaks mit Firewalls, Proxies, Intrusion Detection, Remote Access. Also das typische rund um die Uhr globaler Ansatz. Und wir hatten damals auch einen Managed Security Service eingekauft. Und dieser Managed Security Service hat die Logs von unseren Security-Geräten eingesammelt, hat die ein bisschen korreliert, bewertet und hat uns eigentlich dann alarmiert. Also im Wesentlichen hat dieser Dienstleister ein Security-Monitoring gemacht, unsere Security-Geräte, natürlich auch ein Teil des Netzwerkverkehrs, was über diese Geräte ging, und hat die erkannten Bedrohungen genommen und uns darüber benachrichtigt. Das hört sich erstmal ganz gut an. Heutzutage würde man sagen, das war ein SOC der ersten Generation, also noch nicht so richtig viel Added Value dabei. Das hat sich dann auch gezeigt, weil ich bekam plötzlich 400 bis 500 Alarme pro Monat, die ich jetzt mir angucken sollte. Und da ich nicht die Expertise hatte und eigentlich auch gar nicht die Zeit, jetzt plötzlich 500 Tickets im Monat zu bearbeiten, habe ich mich damit ziemlich schwer getan. Ich habe das trotzdem versucht, ich habe die Fälle untersucht, habe festgestellt, dass das extrem aufwendige Recherchen sind, die ich hier zu machen habe, und dass das eigentlich einen Spezialisten erfordert, der
hier in die Tiefe geht, überhaupt erstmal versteht, was ist denn dieser Fall? Kann das überhaupt, ist es ein Angriff oder worum geht es hier überhaupt? Und was sind die Systeme, die da beteiligt sind? Was ist das für ein Server? Was verbirgt sich hinter der IP-Adresse? Was geht denn hier jetzt eigentlich vor sich? Und ist das normal oder ist es nicht normal? Also ist es ein False Positive vielleicht, nur eine Fehlkonfiguration oder ist es tatsächlich ein Angriff, der sofort behandelt werden muss? Und ich war damit ziemlich überfordert. Ich habe mir dann Hilfsmittel geschaffen. Also ich habe mit Nmap, einem Netzwerkscanner, habe ich mir überhaupt erstmal einen Überblick über die Infrastruktur verschafft, Discovery Scans gemacht, habe mir das in meine eigene Datenbank geschrieben, also so eine eigene Asset-Datenbank angelegt und habe mit den Netzwerkern gesprochen, Zugriff auf die DHCP-Logs bekommen, damit ich auch weiß, welcher Client-Computer hatte denn wann welche IP-Adresse, damit ich es überhaupt zuordnen konnte. Und habe mir dazu dann noch die Asset-Liste aus dem Desktop-Bereich geholt, also von einem anderen Dienstleister, damit ich überhaupt einen Überblick hatte über die, welche Client-Computer haben wir überhaupt im Einsatz, was ist da drauf, Betriebssystem und so weiter. Und dann bin ich auch noch dazu übergegangen, mit einem Vulnerability-Scanner Schwachstellen-Scans zu machen, aber eben ganz punktuell, immer wenn ich irgendein System angegriffen wurde, wo ich dachte, oh, hoffentlich ist das gepatcht, dann habe ich selber eben einen Schwachstellen-Scan durchgeführt. Also alles sehr hemdsärmlich und bestimmt nicht so perfekt professionell. Ich habe das an das Management reportet, wo wir da stehen mit 500 Incidents pro Monat und wie viel ich davon geschafft habe. Natürlich stark risikoorientierter Ansatz. Ich habe nur die kritischen Fälle mir wirklich ansehen können. Und bin dann dazu übergegangen, auch eine Stellenbeschreibung zu erstellen für einen Security-Analysten, damit der genau diese Tätigkeiten durchführt. Also die Schwachstellen-Scans, die Bedrohungsanalyse, die Incident Response dann und eben auch ganz wichtig, mit dem Dienstleister zusammen dieses System zu tunen, weil 500 Alarme pro Monat ist auch bei einem Unternehmen mit 12.000 Mitarbeitern zu viel. Also da sind eben viele False Positives drin. Und das muss einfach auf das reduziert werden, was man noch sinnvoll handhaben kann. Sonst sieht man eben auch, verliert man die Sicht auf die tatsächlich wichtigen Fälle. In dem nächsten Schritt bin ich dazu übergegangen, ein neues Security-Konzept für das Unternehmen zu schreiben, wo ich genau diese Geschichten alle eingebracht habe und das eben mal auf professionelle Ebene stellen wollte. Dazu war es meiner Meinung nach notwendig, ein eigenes SIEM einzuführen, was wir selber komplett konfigurieren und tunen können nach unseren eigenen Wünschen und Vorstellungen und auch mehr auf Integration zu achten, dass also das SIEM mit anderen Systemen zusammenarbeitet, dass eine gewisse Orchestrierung möglich ist, also beispielsweise, wenn ein Rechner von Malware befallen ist, dann wird ein Alarm ausgelöst im SIEM und ich kann sozusagen mit einem Klick sagen, jetzt schiebt den Rechner in Quarantäne. Das heißt, es muss eine Integration mit dem Network Access Control System bestehen, was dann eben diesen Rechner in ein Quarantäne-Netzwerk verschiebt, wo er dann keinen Schaden mehr anrichten kann. Idealerweise habe ich dann noch überlegt, wenn das jetzt Ganze sich noch automatisieren lässt, dann würde das noch mehr Arbeit ersparen. Ist immer eine heikle Geschichte. Zu viel Automatisierung ist manchmal auch nicht gut. Aber wenn man halt nur ein kleines Team hat, dann muss man eben sehen, dass man möglichst viele Schritte automatisiert, wo es sinnvoll ist. Was diese Essenz war aus dieser Zeit, die ich da durchgemacht habe, ist, dass ich festgestellt habe, es ist sehr viel Wissen über die Infrastruktur notwendig. Man muss sehr viel kommunizieren, und zwar mit der IT, weil man kann als Security-Analyst nicht jedes System kennen und man braucht halt die Expertise auch auf Kundenseite oder auf IT-Seite, um gemeinsam sozusagen die Fälle zu bearbeiten.
Und es muss sowas wie eine kontinuierliche Verbesserung geben. Also man fängt irgendwo auf einem Level an und man muss eigentlich schrittweise sich immer weiter optimieren und immer besser zusammenarbeiten, dass das gemeinsame Know-how über die Infrastruktur und die Bedrohungslage einfach schrittweise immer weiter verbessern. Was mir damals noch nicht so richtig klar war, ist, dass ich im Grunde genommen damit das Konzept für ein Security Operations Center geschrieben habe. Das ist nämlich genau das, was Grundlage meines Konzepts war. Also ein hochqualifiziertes Team mit Security-Analysten, bestimmte Regeln, Prozesse, Integration in der Technologie, um die Sicherheitsrisiken eines Unternehmens zu reduzieren. Und in Vorbereitung jetzt auf den Vortrag von David gleich, will ich einen kleinen Einblick geben, wie das technologisch aussieht. Also welche Komponenten braucht man denn dazu, um jetzt ein SIEM-System oder ein Zock SOC zu zu betreiben. betreiben? Und der Kernstück im SOC, die Basis für alles, ist eigentlich ein SIEM-System. Das übernimmt die Hauptarbeit, das Einsammeln der Log-Event-Daten und Flow-Daten von den Log-Quellen, die hier auf der Seite dargestellt sind. Das SIEM-System konsolidiert diese Daten, korreliert diese, also versucht Zusammenhänge über mehrere Quellen hinweg festzustellen. Es sind Threat Intelligence Feeds dazu, also Informationen über Command and Control Server, über blacklistete IPs und so weiter und führt dann eine Risikobewertung durch. Und anhand der Use Cases, da steckt also ein komplexes Regelwerk dahinter, versucht es jetzt, das Maß der Bedrohung und des Risikos zu ermitteln und alarmiert dann gegebenenfalls den Analysten. Dabei erfährt das SIEM-System immer mehr Informationen über die Infrastruktur, welche Systeme kommunizieren dort. Und das wird in einer Asset-Datenbank festgehalten. Das heißt, das SIEM-System weiß auch nach einer gewissen Zeit, welche Assets existieren denn in diesem Netzwerk, und kann auf diesen Informationen dann aufbauen. Die werden also die Datenbasis wird dabei kontinuierlich verbessert. Ein weiterer großer Baustein ist jetzt auch der Schwachstellenscanner, Vulnerability-Scanner. Hier kann ich natürlich jetzt ganz gezielt nochmal die Infrastruktur auf mögliche Schwachstellen untersuchen. Und hier kommt wieder die Integration ins Spiel. Also wenn ich diesen Schwachstellenscanner jetzt mit der Asset-Datenbank oder dem SIEM-System in Verbindung bringe, dann versetze ich das SIEM-System in die Lage, wieder seine Risikobewertung zu verbessern, weil es weiß ja schon, ob das angegriffene System gewisse Schwachstellen besitzt. Ich kann das natürlich aber, diese Informationen aus dem Schwachstellenscan, natürlich auch dazu benutzen, proaktiv jetzt schon die Rechner zu patchen, bevor es überhaupt zu einem Vorfall kommt. Also das ist das, was dann ein modernes SOC ausmacht, dass man eben auch proaktive Elemente dabei hat, also eigentlich den tatsächlichen Fall nachher gar nicht eintreten lassen möchte. Das SOAR-System steht für Security Orchestration and Automation and Response. Da geht es um eine Art spezielles Ticketsystem für die Incident-Behandlung, wo verschiedene Infrastrukturkomponenten miteinander integriert, kombiniert werden. Das ist der Orchestration-Teil. Es gibt eine Möglichkeit, gewisse Workflows automatisiert ablaufen zu lassen. Und man hat mit Analysern und Respondern die Möglichkeit, so einen Fall anzureichern und sozusagen die Response zu verbessern, mehr Indicators of Compromise zu finden. Und für die Kommunikation mit dem Kunden benötigt man dann noch ein Ticketsystem. Wenn wir jetzt auf die Services gucken, die Axions hier anbietet, dann finden Sie einige dieser Elemente, die Sie gerade gehört haben, auch schon wieder. Wir haben unser Service-Portfolio in drei
große Bereiche eingeteilt. Das ist das Compliance Management, das Vulnerability Management und das Security Event Management. Man kann so sagen, alles, was Schwachstellen Management angeht, das ist Vulnerability Management. Und Security Event Management ist das, was eben um das SIEM-System herum passierte. Wir verfolgen da den üblichen Prozess von Prevent, Detect, Investigate, Respond. Das machen alle SOCs mehr oder weniger so, also die modernen zumindest. Für uns ist es besonders wichtig, dass wir eine Lernphase haben. Also nach jedem Incident, den wir durchgegangen sind, reflektieren wir kurz und sagen, was können wir da jetzt noch verbessern? Können wir in unseren Runbox irgendwas verbessern? Können wir irgendwo, fehlten uns dort Informationen? Können wir uns die in Zukunft irgendwie beschaffen? Und über dem Ganzen liegt dann nochmal ein Continuous Improvement Prozess, wo wir insgesamt die Sicherheit des Kunden, also der Kundeninfrastruktur verbessern wollen. Also da gucken wir nicht auf unsere eigenen Prozesse, sondern auf die Umgebung des Kunden. Was können wir an zusätzlichen Use Cases aufbauen? Wo können wir vielleicht noch Logquellen dazu nehmen, um einfach die Ergebnisse noch zu verbessern? Wo kann man vielleicht auch an der Infrastruktur des Kunden noch etwas ändern? Was dazu bauen, also irgendeinen zusätzlichen Sensor einführen oder noch mehr Flow-Daten mit aufnehmen, um einfach die Qualität des Ganzen zu verbessern. Wir haben für den Einstieg drei Basispakete definiert in den drei Kernbereichen, die wir hier haben. Einfach mit der Idee, dass wir mit einer kompakteren Lösung starten, die nicht ganz so viel Vorarbeit verlangt und die auch nicht so kostenintensiv ist am Anfang. Und dann wollen wir lieber mit Ihnen zusammen, also entsprechend Ihres, des Reifeprozesses der Kunden-Dienstleister-Beziehung, wollen wir dann weiter wachsen. Das heißt, wir fangen mit einem kompakten Thema an. Das kann Compliance Management sein oder Security Event Management, je nachdem, wo die Not im Moment am größten ist. Und wir bauen dann schrittweise die Services um dieses Basispaket herum aus. Ich zeige das gleich nochmal schematisch. Wir sind keine Fans davon, von dem alten Wasserfallmodell, dass wir sagen, wir kommen erstmal mit ein paar Analysten zu Ihnen in die Firma und nehmen jetzt mal Ihre Infrastruktur auf und dann machen wir ein Design und ein Konzept und dann präsentieren wir Ihnen das und dann fangen wir an mit der Beschaffung und dann ist auch irgendwie schon das halbe Jahr rum. Wir wollen das Ganze etwas agiler machen. Also wir wollen, dass sie schneller Ergebnisse haben, dass wir schneller miteinander anfangen zu kommunizieren, weil das unseren Analysten hilft, wenn sie mehr über ihre Infrastruktur und auch ihre Sicherheitsanforderungen wissen. Und ihnen hilft es mehr, wenn sie schon früh neue Erkenntnisse aus diesem Service bekommen. Wir sind relativ flexibel, was den Aufbau der Infrastruktur angeht. Wir können das Ganze bei Ihnen on-premises aufbauen. Wir können aber auch Teile davon aus der Axios Cloud betreiben. Also da sind wir relativ flexibel. Unsere Infrastruktur erlaubt das. Und kommerziell ist es genauso. Also Sie können große Teile von dem Service auch käuflich erwerben. Also die Software, Hardware, was Sie vielleicht vor Ort brauchen. Wir können das aber auch mehr als OpEx-Modell alles als in der Service-Fee verpacken. Das ist für uns da sehr variabel handhabbar. Die Optionen, die man am Anfang hat, das sind diese drei Basispakete, Compliance Management, Vulnerability Management oder Security Event Management. Das ist quasi dann immer nur erstmal ein Teil des gesamten SOCs, was Sie dann in Anspruch nehmen. Damit können wir aber relativ schnell starten und dann sehen Sie auf der rechten Seite, welche Kombinationsmöglichkeiten sinnvoll ist. Also Sie können dann weitere Basispakete dazu nehmen oder
Sie können den jeweiligen Service noch weiter ausbauen, indem Sie sagen, ich möchte jetzt aber noch individuelle Reports, ich möchte noch besondere Zusatzregeln einführen, ich möchte spezielle Compliance-Plugins entwickelt haben, weil ich besondere Compliance-Anforderungen habe, über die ich Nachweise erbringen muss. Das sind also die in der ganz rechten Spalte sozusagen die funktionalen Erweiterungen, die jeweils bei den einzelnen Paketen möglich sind. Das können Sie sich in Ruhe nochmal ansehen. Vielleicht kommen wir ja auch ins Gespräch über den Proof of Concept, den wir vielleicht gemeinsam durchführen. Da möchte ich nochmal kurz darauf eingehen, was wir dort an Use Cases vorgesehen haben. Dazu erstmal ein kurzer Blick auf die Bedrohungslage. Was passierte eigentlich in den letzten 6 Wochen? Die Mitarbeiter wurden alle nach Hause geschickt, haben von zu Hause gearbeitet. Viele waren vielleicht noch gar nicht in der Lage. Die Unternehmen hatten auch ihre Infrastruktur noch gar nicht so weit ausgebaut. Das heißt, es mussten jetzt plötzlich neue Remote Access Gateways aufgebaut werden. Das ziemlich schnell. Und ja, vielleicht, meine Vermutung, wurde das auch nicht immer ganz nach den Sicherheitsvorschriften gemacht. Da kam es jetzt eher auf die Schnelligkeit an, dass man wieder arbeitsfähig wird. Und viele Anwender haben auch vielleicht gar keinen Firmenlaptop gehabt. Die arbeiten unter Umständen jetzt mit ihren privaten Geräten remote im Netzwerk des Unternehmens. Das ist ja bei einem TLS-Gateway nicht so dramatisch, aber wenn es IPsec-Gateway ist, dann hat man unter Umständen jetzt Fremdrechner im Netzwerk, die man vorher nicht drin hatte. Und dazu kommt, das IT-Personal ist ja in den letzten 6 Wochen nicht mehr geworden. Die arbeiten aber jetzt vielleicht auch unter erschwerten Bedingungen von zu Hause und haben vielleicht auch nicht mehr die Sicht so auf die IT-Infrastruktur, wie sie das aus dem Unternehmensumfeld hatten. Das hat uns dazu geleitet, zu sagen, wie können wir Ihnen da jetzt ein bisschen helfen in diesen 60 Tagen und gleichzeitig eben eine Art Proof of Concept, Ihnen die Möglichkeit geben, unseren Service kennenzulernen. Wir lernen bestimmt auch daraus, weil wieder neue Anforderungen kommen, eine neue Situation ist, neue Bedrohung. Das heißt, das ist unsere Einladung an Sie. Machen Sie mit uns 60 Tage SOC und wir schauen anhand der Use Cases, gibt es irgendwelche fehlerhaften Anmeldungen auf Ihren RAS-Gateways? Gibt es Angriffe gegen die RAS-Gateways, die vielleicht jetzt nicht optimal abgesichert sind? Schauen wir Aktivitäten von Schadsoftware in Ihrem Netzwerk? Oder haben sich vielleicht über die RAS-Gateways durch eine Weitergabe von Credentials oder durch das Verlorengehen von Credentials irgendwo jetzt Anwender eingeschlichen, die sich anormal verhalten, also die eine Verhaltensauffälligkeit besitzen. Das wäre User Behavior Analytics, also ein ganz modernes Verfahren, was auch in den KI-Bereich geht, wo also mit einer KI sozusagen eine Baseline ermittelt wird und alle Abweichungen dann entsprechend bewertet werden. Ganz spannend. Ich hoffe, ich habe Ihnen ein bisschen Appetit gemacht auf unsere SOC-Services und würde dann jetzt gerne an David übergeben, der Ihnen dann etwas mehr über die Technologien der IBM in diesem Umfeld erzählt. Ja, danke schön, Volker. Ja, ich freue mich heute hier im Webinar der Axons einen kleinen Beitrag zu leisten, vielleicht kurz zu meiner Person, David Fuchs. Ich bin bei IBM Security Technical Sales ja, seit 5 Jahren, bin auch wieder Along, habe einen Netzwerkhintergrund, habe auch bei Lucent Technologies, Alcatel-Lucent gearbeitet, also prädestiniert für den IT-Security-Bereich. Und
Freue mich, dass wir einen kleinen Beitrag für den SOC-Service der Axons natürlich leisten können, dass wir so einen wichtigen und wertvollen Partner wie eine Axons haben, die unser Produkt IBM Curator einsetzen, und möchte Ihnen einfach ein bisschen den nächsten oder letzten 10 Minuten unseres Vortrags hier darstellen, warum Curator eine gute Wahl ist, warum wir was wir in der Vergangenheit gemacht haben und natürlich, wie auch so ein bisschen die Zukunft für das Produkt aussieht, weil wir haben es auf den Folien vom Volker gesehen, Menschen sind sehr, sehr wichtig. Man braucht sehr, sehr fähige Security-Analysten, um die Bedrohung, die uns dort draußen tagtäglich hier in der IT gegenüberstellen, zu meistern, zu erkennen. Aber es ist immer ein Zusammenspiel auch mit einer Technologie. Eine Technologie kann unterstützen. Eine Technologie kann einen die Arbeit wahnsinnig erleichtern und kann aber auch, wie wir gleich sehen, auch mit künstlicher Intelligenz angereichert, ja, fantastische Dinge da leisten. Gerade hier im Cybersecurity-Bereich ist das halt ein sehr gutes Beispiel. Ja, ich habe es gesagt, also diese Partnerschaft zwischen Axons auf der einen Seite als Managed Service Provider oder MSSPs, die Abkürzung steht für Managed Security Service Provider, und unsere Technologie IBM Curator zu einem sogenannten Next Generation SOC zu bauen, ist natürlich wahnsinnig wertvoll. Wir haben mit IBM Curator ein Produkt am Start, was über die letzten 10, 15 Jahre gezeigt hat, dass es führend im Bereich SIEM ist, also eine der wichtigen Hauptkomponenten, wie wir, wenn Sie sich das Architekturbild vom Folge nochmal in Ihren Gedanken rufen, ist ja die SIEM-Komponente ein wichtiger oder der Hauptbestandteil eines SOCs. Und wir sind dort, wir haben halt quasi dort auch den Standort geprägt mit IBM. Und das wird uns auch immer wieder bestätigt. Und nehmen Sie das jetzt einfach mit. Sie konsumieren vielleicht am Ende des Tages einen SOC-Service als Kunden, aber die Technologie dort, die dort verwendet wird, ist halt einfach führend in diesem Bereich. Und das wird uns auch immer wieder bestätigt. Konsolidieren Sie einfach unabhängige Quellen. Sie werden IBM Curator immer dort am Start finden. Was ist unsere eigentliche Mission? Also, ich möchte auch gar keine Roadmap heute auflegen. Wir sind in den letzten 10 Jahren, haben wir das Produkt zu dem entwickelt, was es heute ist. Wir werden das Produkt immer weiterentwickeln. Wir werden uns den Dingen, die uns die Technologie, die unsere Kunden fordern, weiterhin auch stellen. Aber es sind hier so diese. Die Hauptmission ist oben in der ersten Zeile natürlich dargestellt. Wir wollen unsere Kunden einfach in eine Lage versetzen, wo sie mit den jetzigen Bedrohungen, aber auch mit den zukünftigen Bedrohungen, wir wissen ja noch nicht, was passiert, wie clever, wie kreativ die Angriffe werden, einfach die Bedrohung zu erkennen und zu verwalten und natürlich die Geschäftsunterbrechung, die es immer geben wird, ne? Es gibt keinen hundertprozentigen Schutz, und die Datengefährdung so weit wie möglich zu verringern. Und da treiben wir natürlich 4 Bereiche einfach voran. Das einmal, wir wollen natürlich die Analysefunktion, die in unserem Produkt ist, so weit wie möglich verbessern, die Erkennungsrate nach oben treiben. Uns nützt es ja nichts, wenn wir Tausende von Angriffen identifizieren und davon irgendwo 99% Fehlmeldungen sind, False Positives sind. Also dieses Verhältnis ist unser Ziel, einfach so gesund wie möglich zu gestalten. Dann wollen wir natürlich die Arbeitsabläufe für einen Security-Analysten, den Workflow, die tägliche Arbeit. Wenn ich sage, klar, es soll die Arbeit eines Security-Analysten auch Spaß machen mit unserem Tool. Einfach so rational wie möglich zu machen. Er soll in die Lage versetzt werden, auch kreative Angriffe von Hackern, kreative Bedrohungen mit unserem Tool zu finden, zu analysieren. Der dritte Punkt, Verbesserung der Betriebseffizienz. Am Ende des Tages gibt es natürlich ein gewisses Budget, es gibt gewisse Einschränkungen, was das Budget angeht, und man
dann können wir natürlich auch nicht hier als Technologielieferant sagen, ja, okay, es ist uns jetzt egal, es kostet halt so viel. Nein, wir müssen natürlich die Effizienz im Betrieb so hoch wie möglich halten und da kann halt Technologie einen wahnsinnig großen Beitrag leisten. Und der letzte Punkt, und der ist mir besonders wichtig. Wir verändern uns als IT-Unternehmen, aber die Kunden unseres Partners Axons verändern sich natürlich auch. Es gibt Trends in der IT, einige Beispiele zu nennen. Wir haben Trend zur Digitalisierung, wie wir jetzt natürlich auch in der Corona-Phase sehen. Wir haben einen Trend zur Mobilisierung, auch jetzt in der Corona-Phase. Also Menschen verlagern ihren Arbeitsplatz, verlagern ihre IT. Und das sind natürlich alles Dinge, die beim Kunden vorgehen. Aber natürlich auch der Trend hin zu Cloud-Diensten. Da muss ein SOC und auch ein Security-Tool einfach den Rechnungen tragen. Und das tun wir mit IBM Curator und das spiegelt sich auch in unseren Plänen für die Zukunft einfach wieder. Wenn Sie sich gefragt haben, warum ein SOC eingesetzt werden, der Volker hatte schon ein paar Beispiele genannt. Hier einfach noch mal ganz kurz die wichtigsten. Sie sehen sich Attacken, Angriffen gegenüber, die Sie einfach selber nicht mehr beherrschen können. Gezielte Angriffe, clevere Angriffe. Wir tun das alles unter Advanced Attacks. Vielleicht haben Sie auch den Begriff ATP schon gehört, Advanced Threat Protection. Das sind alles die Dinge, die da einfach wichtig sind und die als kleines Unternehmen, als kleiner Kunde, als mittelgroßer Kunde Sie nie Herr werden können. Zweiter Punkt, Insider Threats, der Mitarbeiter selber. Herr Volker hat es angedeutet, trainieren Sie Ihre Mitarbeiter. Es muss nicht mal absichtlich passieren, dass ein Mitarbeiter eine Sicherheitslücke reißt im Unternehmen und auf eine E-Mail klickt, wo eine Schadsoftware drin ist. Sind natürlich auch gezielte Angriffe von Mitarbeitern, die ein Unternehmen halt schädigen wollen. Also Insider-Threads wahnsinnig schwer zu erkennen, und da können wir halt einen Beitrag leisten. Innovation habe ich gerade angesprochen, Digitalisierung, Mobilisierung, Cloudifizierung, Druck von außen, Compliance, Sie werden von Behörden, BSI, Compliance-Behörden in Ihrer Branche dazu verdonnert, etwas zu tun in der Richtung. Und da kann natürlich SOC eine Lösung sein, wo Sie Ihre Kopfschmerzen, die Sie haben, Bauchschmerzen, die Sie in dem Bereich haben, einfach gelöst bekommen. Und der letzte und deshalb rot dargestellt Skillcap. Axons zusammen mit der IBM können Ihnen helfen, die Dinge, die Sie nicht selber tun, einfach auszulagern. Ein Produkt auszuwählen, ist die eine Geschichte, aber auch ein Produkt zu wählen, was in meinen SOC-Betrieb passt, was dort mir weiterhilft, ist eine andere Seite der Medaille. Und deshalb hier einfach nochmal eine kleine Zusammenfassung, warum wir als Curator mit Managed Service Providern wahnsinnig gern zusammenarbeiten. Wir hatten im Schaubild diese Threat Intelligence Feeds gesehen. Wir haben als Hersteller der Technologie auch eine Abteilung, die sich darum kümmert. Also IBM hat eine Abteilung, sie heißt X-Force, die sich mit Bedrohungslagen beschäftigen, die großen Kunden hilft, wenn einmal etwas passiert ist, wieder aus dem Schlamassel rauszukommen. Also wir haben die Leute bei uns sitzen, die sich mit Security-Angriffen beschäftigen. Und diese Intelligenz wandert natürlich in unsere Produkte. Das ist der eine Punkt. Wir nutzen es aber nicht nur noch Menschen, sondern wir nutzen auch künstliche Intelligenz. Also wir haben mit einer KI, heißt bei uns Watson, die Möglichkeit, wahnsinnig viele Daten zu durchsuchen. Und gerade im Security-Bereich ist der Datentopf einfach auch wahnsinnig groß, wo man Bedrohungen erkennen kann. Das kann ein Mensch gar nicht leisten. Und deshalb versuchen wir natürlich, die Menschen zu unterstützen und mit Watson for Cyber Security einen quasi Kollegen an die Hand zu geben, den Security-Analysten, der ihnen hilft, Bedrohungen zu bewerten, Bedrohungen abzuwehren. Und dann gibt es noch so ein paar Dinge, warum unser Produkt sehr gut für MSSPs geeignet ist und für die Axons im Besonderen.
Wir haben flexible Methoden, unser Produkt einzusetzen. Es wurde auch vom Volker genannt, ob das jetzt bei Ihnen steht, ob Sie die Lizenz selber kaufen, ob Sie virtuelle Instanzen von uns kaufen aus der Cloud, ob Sie es bei der Axons im Rechenzentrum laufen lassen, unser Produkt, unsere Lösung. Curator kann den allen Rechnungen tragen. Also wir haben hybride Deployment-Modelle, wir können in die Cloud gehen, wir können on-premise gehen, also das ist überhaupt kein Problem. Das Thema Datenschutz ist uns wahnsinnig wichtig. Gerade im Security-Bereich. Sie vertrauen ja Ihren Dienstleistungsanbieter wahnsinnig wertvolle Daten an. Und da muss natürlich eine Datensicherheit gewährleistet sein. Und wir trennen diese Daten im Produkt. Die einzelnen Kunden der Axon sind einfach unterschiedlich, sind getrennt und haben hier nicht irgendwas miteinander zu tun. Und wir können das halt im Produkt garantieren. Und last but not least, Skalierbarkeit. Also egal wie klein oder wie groß Sie sind, beide Richtungen sind möglich. Wir haben es bewiesen in der Vergangenheit. Wir haben große Kunden, die einfach wahnsinnig große Infrastrukturen mit Curator überwachen. Und damit brauchen Sie überhaupt keine Bauchschmerzen zu haben, hier ein Produkt einzusetzen, was dem nicht Rechnung tragen kann. Ich hatte es schon angedeutet, möchte auch wegen der Zeit, um Ihnen die Chance zu geben, auch einfach noch Fragen zu stellen, hier über die Folie drüber gehen. Advanced Threats, die finden Sie im PDF, was wir Ihnen zur Verfügung stellen. Und hier auch nochmal das Beispiel für die Compliance, egal welchen Regeln und Audits Sie unterworfen sind. GDPR ist da halt nur das, was in Europa natürlich eine große Rolle spielt. ISO 27001, wenn Ihnen das mal irgendwann um den Weg läuft. Wir können damit umgehen. Wir können Ihre IT in die Richtung absichern. Und der letzte Punkt, den ich nochmal dieser Folie klar machen wollte. Wir gewinnen diesen, ja, es ist ein bisschen martialisch, Cyberkrieg auch nicht alleine. Wir arbeiten mit allen anderen Anbietern zusammen, also auch mit anderen SIEM-Anbietern, mit anderen Tool-Anbietern. Aber mit einem SOC, mit Curator versetzen wir in die Lage, einfach eine Konsolidierung dieser Dinge durchzuführen. Sie ersetzen ihre Spezialtools und können natürlich dem Thema Fachkräftemangel im Bereich Security dadurch entgegenwirken. Sie brauchen nicht mehr so viele Leute, um die Cyberangriffe abzuwehren und zu visualisieren. Ich möchte mich bedanken auch für die Aufmerksamkeit und gebe zurück an Alon. Alain, ich glaube, du bist noch auf Stumm, also wir hören dich noch nicht. Gut, da bin ich Jetzt. wieder, hoffentlich. Jetzt, ja. Okay, danke. Nochmal herzlichen Dank, David und Volker, für diese Beiträge und interessante Präsentation. Wir würden gerne nochmal die Runde offen für die Fragen. Genau.